ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wir begrüßen 1.988 Besucher, sondern es ist 1:1 unentschieden. Ja, in der letzten Sekunde kann man sagen, bei mir sind die Trainer der beiden Mannschaften, die heute hier in den Rotenburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner Linken Gästetrainer Andreas Zimmermann und zu meiner rechten Kfz-Trainer Murat Sala. Herr Zimmermann, ich darf Sie dann zunächst mit Ihrem Kommentar zum heutigen Spiel. Ja, danke. Ja, erstmal muss ich meiner Mannschaft den allerhöchsten Respekt aussprechen. Jeder weiß, wir haben einen Ball dreimal hochgehalten hat, der weiß, was das bedeutet, weil wir in den letzten Wochen bzw. auch in der letzten Woche geleistet haben, nicht nur läuferisch und kämpferisch, sondern auch spielerisch. Das zollt, wie gesagt, meinen persönlichen allerhöchsten Respekt. Niemals aufzugeben, da ist meine persönliche Maxime auch. Die Jungs haben das letztendlich verinnerlicht. Und so haben wir, ich glaube, in der zweiten oder dritten Minute nach der Zeit auch auf jeden Fall das verdiente Unentschieden erzielt. Erste Halbzeit, muss man ganz ehrlich sagen, war Uerdingen effektiver, die Spiele in die Spitze vom Spielaufbau waren wir also ein Stück weit, zumindest in der einen Hälfte, gut aufgestellt, haben aber letztendlich den Pass in die Spitze nicht entscheidend bringen können, dann haben sie auch gut zugestellt, hatten die eine oder andere Möglichkeit, dann haben wir in der Halbzeit ruhig und bestimmt angesprochen, haben zwei Wechsel vorgenommen, haben unser Spiel letztendlich auch aufgezogen in der zweiten Halbzeit. Trotz des katastrophalen Platzes. Jeder, der objektiv war, hat gesehen, dass wir heute Fußball gespielt haben, von unserer Seite aus. Klar, passiert auch der ein oder andere Konter. Damit muss man leben, wenn man letztendlich dann auch mit Dreierkette spielt. Aber ich wusste, dass wir noch die ein oder andere Chance bekommen. Die war letztendlich da und die hat zum Tor geführt. Da sieht man, dass auch ein Stück weit den Fußball blockiert, der Leistung auch letztendlich belohnt. Und ich freue mich für die Jungs. Für den Verein, für die Fans, wir waren eine super Woche, jetzt bin Mittwoch mit dem Pokalspiel, dass wir eingezogen sind ins Endspiel und heute so eine Comeback-Leistung. Chapeau, Dankeschön. Vielen Dank, Andreas Zimmermann. Ja, ich gehe direkt weiter. Murat, dein Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal hallo an alle Anwesenden. Ich denke, dass wir heute ein sehr nervenaufreibendes Spiel erlebt haben. Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen gehabt, den Gegner früh unter Druck zu setzen, dafür zu sorgen, dass der Gegner mit langen Bällen operiert. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gelungen. Wir haben auch ein sehr schönes Tor durch nach Vorlage von Sebastian Hirsch und mit einem guten Abschluss von Omar El-Sain haben wir dann das 1-0 gefunden. Sind dann auch in die Halbzeit gegangen, haben in der ersten Halbzeit vor allem kaum was zugelassen. Dann in der zweiten Halbzeit wussten wir, dass Oberhausen den Druck erhöhen wird. Das haben sie auch bemerkbar gemacht, dass sie gleich in der Halbzeit zwei Spieler ausgewechselt haben. Und dementsprechend sind wir das angegangen. Wir haben die ein oder andere fahrlässige Situation gehabt in der Abwehr, haben Schwierigkeiten auf unserer linken, hinten in unserer linken Seite gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist Oberhausen meistens dann durch Flanken gefährlich geworden, viel durch Standards, viel durch Freistöße und wir haben das irgendwie noch geschafft, aber gut, dann in der 94. Minute, obwohl 3 Minuten Nachspielzeit war, haben wir dann das 1-1 kassiert. Ist ärgerlich, ist in diesem Jahr das zweite Mal, dass wir 2 Punkte verschenken oder in dieser Saison und das ärgert mich, weil die Jungs, ich denke mal, jeder hat gesehen, dass die Jungs heute wirklich alles in die Waagschale geworfen haben. Sie haben gekämpft und wenn der ein oder andere Spieler dann nicht mehr kann, weil er erschöpft ist, weil er nicht mehr kann, dann sieht man auch, dass sie bis zum Limit gegangen sind. Und ich denke, wir haben zweimal gegen Oberhausen gespielt, haben aus 6 möglichen 4 Punkte geholt. Das ist, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Aber heute wären 3er drinne gewesen. Das ärgert uns natürlich immens in der aktuellen Situation, dass wir natürlich ganz zum Schluss, also in der letzten Sekunde, danach kam ja der Abpfiff, da gab es keinen Anschluss mehr vom Tor kassiert, aber gut, wo ist das nun mal, kann man nichts machen. Weiter geht's, nächste Woche hin. Danke. Vielen Dank, Murat Sala. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht
scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Dann gestern noch Oberhausen, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf, insbesondere natürlich fürs Endspiel im Pokal. Ja, würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Hier am Dienstag, 28. April, das Nachholspiel um 19.30 Uhr gegen den SC Wiedenbrück. Bis dahin, alles Gute, schönen Restsonntag, noch einen guten Nachhauseweg. Tschüss, Ihr Neuer Kapitän.